Das hat gar nichts zu tun. Und ich glaube, wenn ihr uns unterstützt, denn nur so geht es, dann werden wir auch da gemeinsam Erfolg haben. Und sie sagen eben, wir warten auf ein Angebot der IG Metall. Und das ist das Ziel, warum ich mich heute habe auch in die Tarifkommission wählen lassen. Und ich denke, mit der IG Metall sind wir auf dem richtigen Weg. Was ist der Schwerpunkt, warum die IG Metall mit der Stadt Wolfsburg, mit den Integrationsreferaten diese Veranstaltung organisiert? Ja, die Frage ist, glaube ich, ganz einfach zu beantworten, weil natürlich durch die Krisengebiete in Europa und in der Welt die Flüchtlingsströme stark zunehmen. Silvia Kultus hat das gesagt, aus 2014 noch 400-500 Flüchtlinge, dieses Jahr mindestens 700. Also muss diese Gesellschaft aufgeklärt werden und mitgenommen werden in der Frage, Flüchtlinge zu integrieren. Ja, wir haben schon in den letzten Monaten viele Veranstaltungen mit unserer IG Metall, auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg, organisiert. Was hast du so für einen Eindruck, auch bei den Diskussionen mit der Wolfsburger Bevölkerung? Ja, es ist nach wie vor noch relativ schwierig. Die wir befragen oder mit denen wir in Gespräche kommen, sagen, ja, da muss man was machen. Aber ich glaube, in der Tiefe ist die Überzeugungsarbeit, sich damit auseinanderzusetzen, dass viele Menschen nach Deutschland kommen, angemessen zu anderen europäischen Ländern ja gar auch relativ wenige, muss sich diese Gesellschaft aber da inhaltlich mehr mit auseinandersetzen. Ich behaupte, dass wir mit der IG Metall und auch mit der Stadt Wolfsburg auch schon in Vergangenheit, ab den 60er Jahren, wo hier die Einwanderung oder die Zuwanderung nach Wolfsburg, angefangen von den italienischen Kollegen und den anderen Nationalitäten, wir gemeinsam auch eine gute Integrationspolitik gemacht haben und entsprechend auch eine gute Integration der ausländischen Mitbürger hier hinbekommen haben. Was meinst du, dass wir das genauso hinbekommen, auch mit den Flüchtlingen, die hier zu uns kommen? Ja gut, davon muss man überzeugt sein, sonst würde man diese Arbeit nicht machen. Aber ich glaube, man muss noch mal zwei Sätze zu den Hintergründen sagen. Es gibt ja nach wie vor auch in Europa, auch in Deutschland, die Menschen, die sagen, schafft Möglichkeiten, dass sie in ihren Ländern bleiben. Das funktioniert zurzeit nicht. Familien, die damit rechnen müssen, dass jeden Moment oder jeden Tag, jede Stunde in ihre Existenz genommen wird durch Kriegshandlungen, die muss man aufnehmen. Und ich glaube, wir brauchen einen neuen Diskurs. Wir brauchen den Diskurs, dass Flüchtlinge wählen können müssen, in welches europäische Land sie gehen möchten, Asylantrag stellen möchten. Ja, die IG Metall hat gerade eine Aktion hier gestartet mit den Fahrrädern. Kannst du mal was dazu sagen? Ja gut, das ist die Soforthilfe. Wir glauben, wir müssen diesen Flüchtlingen, die ankommen, ein kleines Stück Mobilität garantieren. Und da sollen diese Fahrräder helfen. Ich bin erfreut, dass über 200 Fahrräder in kürzester Zeit gespendet werden und wir sie weitergeben können. Das wird ein toller Tag nächsten Freitag am 26., weil es gibt noch Verkehrsunterricht. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Ebene, gut Kontakt zu diesen Menschen zu bekommen. Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lang die Freude und wen schon teilen. Komm mal, jetzt brauchen wir euch. Wir die Täter für jeden durchs Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Das Turnier steht für Integration
Wir sind viele verschiedene Nationalitäten hier, viele verschiedene Standorte, die sich auch gefreut haben, hier anzureisen. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben als Vorbereitungsteam. Und auch wenn das Wetter nicht so mitspielt, haben die Mannschaften alle Spaß. Wir haben auch zwei Acts eingeladen, einmal Cheerleader. Und nachher kommt noch eine Band, die uns ein bisschen begleiten wird. Das Turnier dient auch dazu, dass die Werke untereinander so ein bisschen Kommunikation haben, sich austauschen können. Vielleicht, was haben die für Standards bei sich in den Standorten? Und das Ganze natürlich mit Respekt und Toleranz. Und wir sind natürlich auch dabei, den Pott zu holen dieses Jahr. Ich möchte mich hier nochmal bei all denen bedanken, die es organisiert haben im Namen der Ortsverwaltung der IG Metall in Wolfsburg. Habt ihr ein tolles Turnier gehabt. Wie immer haben die Besten am Ende gewonnen. Ich glaube, das ist Emda. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, Fußball ist ja mittlerweile auch ein Teil der IG Metall-Kultur. Letzte Woche hat hier das GBR-Turnier stattgefunden. Hat Kassel gewonnen, Ronny Wolfsburg.